Ja, Leute, ein interessantes Video. Ist zwar jetzt ja mehr als ein Jahr alt schon. Kommt bald Amazon Tube. Also wurde in letzter Zeit natürlich immer größer das Thema. Eine Alternative für YouTube. Da YouTube ja so in letzter Zeit. Ja, was heißt in letzter Zeit? In den letzten Monaten sich einfach negativ dargestellt hat. Fängt schon an damit, dass fast jedes Video gelb ist. Das ein oder andere Problem mit YouTube, Strikes, dies, das, gerade die großen YouTuber, bei denen alle Videos gelb sind, die damit, ja, fast nichts mehr verdienen, nachdem sie online geschalten werden, sind sie gelb, und es ist halt Fakt, dass in den ersten, ich sag mal, in den ersten 5 Stunden kommen die ganzen Klicks, ja, und wenn das Video danach irgendwann mal grün geschalten wird, wenn es doch werbefreundlich ist, ja, dann bringt es halt auch nicht mehr viel. Meiner Meinung nach will YouTube gar nicht mehr, dass die YouTuber so viel Geld verdienen. Ich denke, die machen das schon mit Absicht so. Ich würde mal sagen, wir geben uns einfach mal das Video und schauen, was der zu sagen hat. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema des Videos beginnen, noch etwas kurz in eigener Sache. Manche von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, wir haben es auch auf Twitter verkündet, denn die erste Folge unseres neuen Podcasts ist rausgekommen. Der Paul von Ultralativ und ich, wir machen jetzt zusammen einen Podcast, allerdings nicht hier auf unseren Kanälen, weil es auch keinen Mehrwert irgendwie zu YouTube gab. Es wurde sicher weder von den Creatoren noch von den Zuschauern wieder aufgehört und seine Seite geschlossen. Es hat einfach nicht richtig geklappt. Die Seite wurde weder von den Creatoren noch von den Zuschauern richtig angenommen. Auch weil die Umsetzung der Plattform wohl nicht konsequent genug war und weil es auch keinen Mehrwert irgendwie zu YouTube gab. Es wurde sich halt nur über YouTube abgefuckt, aber einen richtigen Grund dahin dann zu gehen, gab es halt auch nicht. Aber jetzt ist eine Information erschienen, die viele Leute ganz genau hinhören lässt. Denn es sieht wohl so aus, als würde bald eine neue Konkurrenz für YouTube auf den Markt kommen. Wann genau, weiß man noch nicht, aber die Namensrechte davon wurden sich auf jeden Fall schon gesichert. Und die Beschreibung dieser Plattform in der Namenssicherung klingt halt sehr nach einer Plattform ähnlich wie YouTube. Das Besondere hierbei, bei VidMe war ja eher ein kleines Entwicklerteam dahinter, die hatten halt nicht so viel Ressourcen, um es halt mit YouTube richtig aufnehmen zu können. Der neue Konkurrent hat diese Ressourcen aber, denn die Plattform wurde angemeldet von Amazon. Und die haben bereits mit Amazon Prime Video gezeigt, dass sie in der Lage sind, eine Webvideo-Plattform am Laufen zu halten. Prime Video hat auch nicht umsonst mehr Marktanteil als Netflix in Deutschland und produziert erfolgreich auch eigene Serien. Und jetzt möchte Amazon wohl weg vom professionellen, kostenpflichtigen Video-on-Demand-Dienst und hin zu YouTube. Und deshalb wurden sich jetzt von Amazon die Namensrechte gesichert an Amazon Tube und OpenTube. Also bis jetzt ist ja auf jeden Fall noch nicht gekommen. Also Amazon Tube gibt es ja leider noch nicht. Mal schauen, ob das in naher Zukunft kommen mag. Einige YouTuber haben es ja demnächst jetzt ja so angesprochen. Gerade KuchenTV, weil er seine Partnerschaft verloren hat. Und so weiter und so fort. Es gibt ja einige. Und ja, da YouTube gerade so mit den gelben Videos um sich wirft. Ich sag mal so, wenn Amazon Tube kommen sollte, ich denke, einige YouTuber werden sich da überlegen, die Plattform zu wechseln. Ich denke mal. Beides mögliche Namen für eine kommende Plattform. Ich bin mir im Moment nicht sicher, welchen Namen ich cooler finde. Aber ja, vielleicht gucken wir unsere Videos bald nicht mehr nur noch auf YouTube, sondern auf Amazon Tube oder OpenTube. Das Ganze hängt wohl mit dem Konflikt zwischen Amazon und Google zusammen, der schon ein bisschen länger geht und jetzt nicht nur Webvideo-Inhalte betrifft. Es liegt halt daran, dass beide Hersteller ähnliche Produkte im Sortiment haben. Zum Beispiel einen Stick für den Fernseher, um Inhalte dann darauf sehen zu können, oder einen Sprachassistenten für zu Hause. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber irgendwann wollte Amazon dann nicht mehr dem Chromecast bei sich verkaufen und YouTube hat gesagt, okay, nehmen wir unsere Plattform von allen Amazon-Geräten runter. Ob sie das jetzt wirklich machen, bleibt abzuwarten, aber es besteht dann die Möglichkeit, dass man irgendwann auf seinen Amazon-Tablet oder Gedöns-Dingern-Produkten kein YouTube mehr sehen kann. Und das ist, geben wir es zu, bei vielen Tablets zum Beispiel der Hauptgrund, warum sich Leute sowas überhaupt kaufen. Ich habe mein Tablet aber wegen einem anderen Grund gekauft. Dann dachten sich wohl einige Köpfe bei Amazon, haha, damit wir nicht mehr abhängig von Google sind, machen wir einfach unsere eigene Plattform. Naja, und jetzt werden sie das wahrscheinlich auch umsetzen. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze wirklich etwas wird und wenn ja, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Man kennt das ja, dass Namens- oder Patentrechte gesichert werden und dann am Ende nie was bei rumkommt. Aber hier besteht halt die Möglichkeit. Amazon hat ja die benötigten Also ich sag mal so, es ist ja auch so, dass es keinen großen Markt gibt oder keine große Konkurrenz für YouTube. Also sprich, das ist eine Marktlücke. Also wer sich da ein Standbein aufbaut und eine Konkurrenz zu YouTube herstellt, boah,
ist, das wird laufen. Es wird auch, es ist klar, dass es laufen wird. Finanzielle Mittel dafür und auch die benötigten Kunden, um die ganze Plattform etablieren zu können. Und wenn man clever ist bei Amazon, dann wird man auch Exklusivinhalte für diese Plattform machen mit Leuten, die bei YouTube schon bekannt sind. Einfach um die Zuschauer dann auf diese Plattform zu bringen. Ich meine, leisten können sie sich's ja. Vielleicht ist es dann irgendwann bei YouTube soweit, dass man so eine Art Exklusivität unterschreiben muss, dass man nur für diese Plattform produziert, damit man nicht zur Konkurrenz bei Amazon geht. Also, dass man nur Partner werden kann, wenn man nur Content für YouTube produziert, um die Creator dann bei sich auf der Plattform zu halten. Ähnlich wie die Exklusivität bei Twitch. So könnte YouTube versuchen, den aufstrebenden Konkurrenten wieder klein zu bekommen. Was ziemlich weit gedacht ist, weil im Moment gibt's ja nicht mal eine Plattform. Aber hey, die meisten Leute bestellen halt, wenn im Internet, dann meist bei Amazon. Und dann wäre es durchaus sinnvoll, diese Videoplattform direkt auf die Amazon-Seite zu integrieren. Und man könnte direkt Kooperationen mit den Creatoren abschließen. Hey, das ist Produkt XY und hier könnt ihr es direkt bestellen, weil das ist alles von Amazon und das gibt's auch hier. Jedes Produkt aus einem Video könnte dann unter oder neben dem Video angeboten werden. Quasi. Ja, an sich echt gute Ideen, aber bis jetzt wurde das Ganze ja natürlich noch nicht umgesetzt. Es stimmt schon, die Sache mit den Namensrechten. Ich meine, es wird nicht immer was daraus, aber ja, bleibt abzuwarten. Ich denke, da wird auf jeden Fall was kommen. Also, gerade so ein Unternehmen wie Amazon, die können es sich halt echt leisten. Und wenn du als, ja, als kleiner Unternehmer dir da eine Webseite aufbaust, das wird dann halt meistens nicht, so wie er gesagt hat, mit Vidme. Sie nur einen Klick weit weg, um es direkt kaufen zu können. Und Amazon wüsste direkt, für welche Artikel man sich interessiert. Folgende Produkte sind in diesem Video enthalten. Ein Schreibtisch, ein Mikrofon, ein Pullover oder sogar die Wand. Und alle diese Produkte könnten Sie unten in einer praktischen Liste direkt finden und bestellen. Endlose Möglichkeiten. Ich hoffe, keiner klaut mir jetzt die Idee bei Amazon. Weil wenn die noch keiner hatte, dann bin ich da auf jeden Fall zuerst drauf gekommen. Was meint ihr, würde sich so eine Plattform tatsächlich durchsetzen? Ich meine, Amazon hat ja eh schon einen großen Namen und auch die Kapazitäten. Und dann gibt's halt neben Prime Video auch Amazon Tube, wo man halt auch... Ich sag dir ganz ehrlich, also für Amazon wäre das kein Problem, das Ding durchzusetzen. Wir fangen erstmal auf der Amazon Startseite dafür zu werben und so weiter, sich die YouTuber rüberzuholen, das sind schon echt gute Gedanken. Auch Leute wie mich vielleicht sehen kann irgendwann. Würdet ihr tatsächlich auch Inhalte darauf konsumieren und diese Seite nutzen oder sagt ihr, ja, das wird wahrscheinlich so wie Vidme, weil YouTube immer noch eine Monopolstellung hat und die nie verlieren wird? Oder sagt ihr, wow, das kann, wenn man es richtig macht, sehr interessant werden? Eure Meinung zu dem ganzen Thema unten in die Also zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt sein Video aufgenommen hat, war das ja noch nicht so schlimm mit den werbefreundlichen Videos, nicht werbefreundlich, dies, das. Jetzt ist es ja mittlerweile ganz, ganz schlimm geworden. Und ich denke schon, dass da auch direkt viele YouTuber wechseln würden, sich natürlich ihre Zuschauer mit rüberziehen. Und ja, dann könnte es echt für YouTube eng werden. Also, wie gesagt, was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt abzuwarten, ob da was kommt. Wer weiß.